Wir sind wieder bei Burger King, denn hier gibt's was Neues. Ihr seht es schon, hot or not, es gibt scharfe Nuggets. Und die probieren wir doch direkt mal aus. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen, es gibt Spicy Nuggets. Ja, Spicy Nuggets bei Burger King. Nachdem McDonald's diese Aktion hatte, hat Burger King heute nachgezogen am 2. Februar 2021. Ja, die gibt es aktuell in der Aktion für 4,99 Euro die 20er Packung. Ihr habt es ja vorhin auf dem Plakat gesehen beim Reinfahren, hot or not. Ihr könnt euch also die normale 20er holen für 4,99 oder die Spicy für 4,99. Ihr könnt hier aber keine kleinere Version wählen. Ich habe gerade auch nochmal nachgehakt, gesagt, nein, es ist laut Burger King aktuell nicht vorgesehen, die erstmal kleiner anzubieten. Das soll zwar kommen in Zukunft, aber jetzt zur Aktion erstmal nur die große. Ja, 20 Nuggets auf dem Brettchen natürlich und einen schönen Dip dazu. Die Dame sagt, die sind ultra scharf, ich brauche einen guten Dip dazu. Und ich dann ganz pfiffig, kann ich auch den Käse-Dip nochmal wählen von den Burgern? Ja, den könnt ihr auch aktuell von der Bacon Cheese Lover Aktion, die ja gerade läuft, könnt ihr also auch den Käse-Dip für eure Nuggets zu buchen. Fand ich eine ganz clevere Idee, weil dann ist es doch viel geiler. Scharfe Chicken Nuggets mit Käse, also wie die Ralapeno, wie heißt die Scheißdinger? Die Käse-Nuggets, die Burger King auch hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ihr wisst, was ich meine. Naja, ich habe sie hier. Ich habe sie gebucht. 4,99. Wir probieren sie jetzt aus. Wird also ein kurzes Testvideo. Aber wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Ja, und hier sind sie, die Spicy Nuggets. Also, ihr seht diese feurig rote Panade. Ein kleiner Haufen. Es sind jetzt schon ein bisschen weniger als 20. Liegt dran, dass ich schon für euch natürlich gerade getestet habe. Ja, und hier sieht man sie. Also ganz normal Hähnchenbrustfilet, Spicy Panade und die Käsesoße. Die Käsesoße werden wir gleich mit ausprobieren. Also seid bereit für den Verkostungstest. Ab geht's. Ja, und jetzt seid ihr wieder da. Viel konnte man jetzt nicht sehen. Ihr habt den Nugget kurz gesehen. Die Panade, alles da, so wie es sein muss. Jetzt ist das Wichtigste. Wie schmecken die? Ich habe mir parallel auch noch eine kleine Tüte der veganen Nuggets geholt. Ich finde die veganen Nuggets ja echt lecker bei Burger King. Die sind echt gut gelungen. Und es ist verrückt, wenn man so Testvideos sieht, wo diese Tütchen noch nicht da waren. Und viele, die probiert haben und sagen, okay, das ist die Fleischversion. Und dann probieren sie die anderen und sagen, die schmecken genauso. Und dann haben die am Anfang die Fleischversion für die veganen gehalten. Finde ich sehr pfiffig. Also sehr interessant, wie wirklich Burger King das hinbekommt, dass diese fleischlosen Nuggets schmecken wie die Fleischvariante. Naja, jetzt geht's um diese. Wir probieren also ganz schnell. Ich habe ja hier den Nugget vor mir. Ich probiere mal direkt. Er riecht eigentlich ganz normal. Ja. Okay, jetzt kommt die Schärfe. Im ersten Moment dachte ich so, so wirklich scharf sind die nicht. Aber da ist Schärfe da. Es ist vielleicht nicht die Schärfe, die vielleicht einige von euch erwarten. Also, ich mache jetzt mal hier die Käsesoße auf, weil viele in dem Burger-Video von dem Bacon Cheese Lover gefragt haben, warum hast du den Dip nicht getestet? Der ist doch so mega. Naja, jetzt teste ich den mit den Nuggets. Probieren wir jetzt mal den Dip. Oh, das ist doch geil, ne? Käse-Dip und Nuggets. Beste Wahl. Also den Käse-Dip müssen die im Sortiment lassen. Ja. Das ist eine Kombination, die mir gefällt. Cheddar-Käse-Dip. Mit den Spicy Nuggets zusammen. Eine geile Kombi. Dann sind sie zwar nochmal milder, was vielleicht dem einen oder anderen gefällt, aber insgesamt sind sie sagen wir mal scharf für alle. Also, sie haben eine Schärfe, vielleicht für den einen oder anderen, vielleicht einen Tick zu wenig. Ihr wollt, dass es noch mehr brennt. Man hat aber ein schönes Brenngefühl im Mund. Kann man machen. Ich finde sie besser als die McDonald's-Version, muss ich sagen. Die McDonald's-Version fand ich ein bisschen lasch. Die sind sehr, sehr fettig. Mit dem Käse-Dip zusammen eine sehr gute Wahl. Also, den könnt ihr wirklich dazu buchen. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Ich schnapp mir jetzt noch einen veganen Nugget. Macht den auch mit Käse-Dip. Nee, da muss ich sagen, da schmeckt die
Spicy-Variante besser. Der normale schmeckt nicht so gut, was sagen wir, der vegane. Jetzt schmeckt er wieder wie ein Chicken Nugget. Der normale schmeckt nicht so gut mit der Käsesoße, aber der Spicy mit der Chicken Soße, eine gute Wahl. Ab sofort bei Burger King. Haut rein, habt Spaß beim Snacken und Essen. Wir sehen uns bei uns in den nächsten Testvideos wieder. Ende des Monats wird Burger King wieder was Neues bringen. Da bin ich natürlich für euch sofort wieder unterwegs und werde es für euch testen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, euer Bob.